Ja, Sebastian Leger braut wieder, da, bei ihm braut sich wieder was zusammen und zwar diesmal Gift. Ich weiß schon. Neues Video. Es geht wieder los. Der Flo kommt mit dem Produkt angewackelt und leckt mir den Arsch. Da ist das gute Ding. Carsten. Damit ist die Freundschaft weg für immer. Das ist so ein Mellow-Kram. Schmeckt wie so ein aufgeweichtes Tempo. Die Konsistenz ist ekelhaft. Oh. Wie so ein Pummel. Kann man auch zusammenrollen und wegschnipsen. Boah. Mein Auftrag. Flo umbringen. Ein Traum in Rot. Wie gewünscht. Erdbeeraroma. Stärke. Mhm. Erdbeeraroma. Stärke. Genau. Und bei der beim Erdbeeraroma, komischerweise, gibt es auch kein Etikett mehr. Das wurde ja leider vergessen. Aber das glaubt man, vertraue mir, Brudi, ne? Es ist so eine vertraue mir Basis, ne? Mhm. Bestimmt. Würde ich trotzdem mal probieren. Geh. Marshmallows-Sauce. Eiweiß, Gleitmittel, Zucker. Das ist die Grundbasis. Das Ganze vegan. Keine Algen, keine Popel, keine... Und ganz wichtig, naja, hier wurde halt eine Sache vergessen, die immer dabei sein muss. Industriekleber. Das hält einfach alles besser zusammen und die Konsistenz wertet man damit einfach auf. Ich packe mir erstmal alles zusammen. Kicher, Glukose, Eiweiß, Erbsen, super Alternative, vegan, Mensch, Wurst. Erstmal Zucker sieben. Hat er vegan gesagt? Fast. Weg. So, schisch, er kommt nicht raus. Guck mal, man könnte mich damit gar nicht vergiften, ne? Weil er so sagt, ja, wir bereiten heute was Veganes zu, ich würde das nie essen. Ich würde einfach sagen, jo, mach, ess ruhig. Machst du gemütlich, ich esse den Scheiß nie, da vergifte ich mal lieber selber. Glukose, Soße, Sirup ist ein Stärkezucker. Er hat nicht nur Zuckerstoffe, sondern auch Stärkekomponenten. Kann aus allem hergestellt werden, aus Mais, oder aus Industriekleber. Mais, überall wo Stärke und Zucker enthalten ist. Bisschen Klärwasser, Wasser, zack. In Industriekleber. Bisschen Stoff dazu. Agar, agar. Man ist ja bestimmt schon mal am Meer entlang geschlendert und hat diese kleinen glibberigen Dinger gesehen. Tja, daraus wird agar, agar gemacht. Ganz einfach. Tschüss. Bisschen Urin dazu. Okay, das mache ich auch immer rein. Selber esse ich das ja nie. Meine Damen und Herren, ein kleiner Fickstopp. Handschuhe an. Guck mal, das ist viel zu locker. Wie kriege ich das jetzt richtig schön steif? Scheißdreck. Ja, das fragen sich auch Männer, ne, mittleren Alters. Wie kriege ich das jetzt wieder hier hin? Ne? Genau das. Geheimwaffe. Habe es jetzt auch mal funktioniert, oder? Komm, mein Kleiner, komm. Ah, könnte jetzt fester werden. Oh, es geht jetzt. Boah. Boah, jetzt bist du schwanger. Schon wieder, ne? Jetzt bist du schwanger. Ein bisschen Guacamole. Guacamole ist, wie soll man das erklären? Industriekleber. Ja, Guacamole. Hier habe ich noch ein bisschen Vanillearoma. Pulver. Ich könnte auch einen Drive-in-Bombenladen aufmachen. Binnenladen. Was hätten Sie gerne? Eine Chemiebombe. Oder heute Menschen. Marshmallow. Und wenn man das Reismehl ein bisschen stehen lässt, dann... Der soll kochen und das nie selber hier essen. Perfekt. Hey. Ganz kurz an der... Ja, am Arsch. Scharsch. Woran lag's? Komm, ess den ganzen am besten von denen. Boah. Hey, ja, ganz, ganz. Komm. Du... Ja! Ja, und seitdem hört man nichts mehr von ihnen, weil er gestorben ist. Schöne Geschichte. Boah. Schmeckt das nicht so schlecht? Schmeckt nämlich noch beschissen. Geschmack ist gut. Komm, ich würde sagen, den Vanille kannst du ja hinterher. Rein damit, Vanille. Aber man muss ja aber auch mal, ich finde das immer so schade, dass man da auch nie ehrlich sein kann. Man kann doch sagen, pass auf, was du hier gemacht hast, ist absolute Scheiße. Und wenn du so eine Scheiße nochmal fabrizierst, ne, will ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Man muss, auch zu deinen Kindern, man muss halt auch mal ehrlich sein. Man kann nicht immer lügen, ne. Meine Eltern haben auch gesagt, nach meiner Geburt, pass auf,
wenn die Leute was von Weihnachtsmann erzählen, das ist die absolute Lüge. Es gibt keinen Weihnachtsmann. Wir kaufen die Geschenke, wir müssen dafür hart arbeiten. Also kannst du uns auch mal hier was für die Miete beisteuern. So war's. Der verträgt noch ein paar. Ich hasse. Das ist ein Zuckerflash. Hallo, Lachos Nonsens. So ein Schiecher Eier. Nee, das ist, gehört. Das ist, normal, ne? Also ich, wie schon gesagt, wo ich das Wort vegan gehört habe, hat es bei mir schon, also, ne, waren meine Synapsen nicht mehr zusammen. Das Problem ist bei mir so ein bisschen, ich muss alles, überall muss irgendwie Fleisch dabei sein, ne? Deshalb schnüffel ich auch gerne immer an Weichmacher, Weichspüler, Entschuldigung, weil da wird ja, ja, dass die Seidenstoffe weich werden, wird der tierische Produkte genommen. Und das trinke ich auch immer ganz gerne, ne? Wenn wir nichts zu trinken da haben, da trinke ich immer Weichspüler. Schmeckt gut, ich weiß, dass es nichts Veganes, das vergiftet mich nicht, kann man getrost trinken. Muss nicht jeder machen, sollte nicht jeder machen. Sollte überhaupt gar keiner machen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Guckt unbedingt so genau wieder an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Wortschein da. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und tschüss.